Ich hatte ja letzte Woche schon an dieser Stelle hier nachgefragt. Da saß hier allerdings Frau Faeser, die Bundesinnenministerin. Und diese hatte A, die Zahl der Kinder, weil in dem vorgetragenen Fall ist von insgesamt 40 Kindern die Rede. Sie hat gesagt, ihr seien maximal eine Handvoll bekannt. Und hatte auch erklärt, dass sie eigentlich, dass Deutschland, sie Deutschland nicht als zuständig sehe, sondern eher Italien, als darauf verwiesen hatte, dass selbst Meloni Italien in der Lage war, 100 schwerverletzte Kinder einzufliegen. Das führt mich zu der Frage. Jetzt eine Frage gut. Ja, aber zwei Sätze Ausführung kann man sich, glaube ich, leisten. Das machen Sie jetzt echt. Nein, das, und gerade bei dem Thema kann ein bisschen sensibler sein. Meine Frage ist, bleibt die Bundesinnenministerin bei ihrer Tatsache, dass es nicht um 40 Kinder geht, sondern nur um eine Handvoll? Und bleibt sie auch dabei, dass Deutschland in diesem Fall für schwerverletzte palästinensische Kinder nicht zuständig ist, sondern hauptsächlich Italien in der internen EU-Aufteilung? Ich habe gerade gesagt, beziehungsweise der Kollege Wagner hat gesagt, was die Bundesregierung tut, um zu helfen. Dem habe ich nichts hinzuzufügen und auch das, was die Ministerin hier gesagt hat, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich kann aber vielleicht noch mal ergänzen, Herr Wabeck, weil Sie ja in Ihrer Frage sagen, sozusagen, wir fühlen uns nicht zuständig für Kinder in Gaza. Das ist ja mitnichten so. Ne? Also ich habe die Ministerin zitiert. Nicht ja, Sie haben es aufgenommen, also deshalb habe ich jetzt Ihre Frage zitiert. Es ist ja so, dass wir mit der humanitären Hilfe, der Hauke in seiner Frage schon angesprochen hatte, Organisationen wie die WHO zum Beispiel unterstützen in Gaza. Und Sie haben vielleicht auch davon gehört, dass wir ja nach intensiven Bemühungen es ja gelungen war, im März 68 palästinensische Kinder aus dem SOS-Kinderdorf in Rafah nach Bethlehem zu evakuieren. Also wir messen sozusagen der Frage, wie wir den Vulnerabelsten, und Kinder sind natürlich die Vulnerabelsten in diesem Konflikt, helfen können, wirklich viel Aufmerksamkeit zu und probieren da jeden Tag weiter Wege zu finden, denen zu helfen. Frau Jeckels?